Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Match zwischen Shawn Michaels, HBK und natürlich seinem Partner Kevin Nash gegen Randy Orton und den Partner seiner Wahl. Ja, was hatten wir in den letzten Wochen? Wir hatten erst das erste Legend Killer Match, Randy Orton gegen Shawn Michaels, dann Randy Orton gegen Kevin Nash. Also irgendwie Randy Orton hat es auf die beiden abgesehen und er wurde herausgefordert von Shawn Michaels, dass Shawn Michaels zusammen mit Kevin Nash ein Tag Team Match bestreiten werde gegen Randy Orton und einen Partner seiner Wahl. Ja, wer ist der Partner seiner Wahl? Da gibt es natürlich jede Menge, die vielleicht mit Randy Orton ein Team bilden könnten, aber wir sind jetzt einfach mal gespannt. Ich bin richtig heiß auf dieses sozusagen Legenden-Match. 4 Legenden im Ring, könnte man sagen, und ja, möge das bessere Team gewinnen. Ich bin mal gespannt, was wir hier heute sehen werden, denn so ein Match, HBK, Kevin Nash, Randy Orton, die drei alleine im Ring sind natürlich schon mal eine richtige Hausnummer. Und da kommt er, der erste Mann, die Ratte aus Part 100. Der Mann, der wahrscheinlich der beste Freund von Chris Sterling ist, Kevin Nash, Big Daddy Cool. Die Leute, die Part 100 gesehen haben, wissen, was da passiert ist. Mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen, zu dieser Ratte. Aber jetzt muss er ran gegen Randy Orton. Natürlich HBK auf seiner Seite. Kevin Nash hat in einigen Matches, die er hatte, gezeigt, dass er es immer noch voll drauf hat. You still got it. Aber mit HBK heute zusammen schon ein richtig starkes Tag-Team-Match. Wen hat Randy Orton gewählt? Das ist natürlich die Frage. Und dann kommen wir jetzt zu HBK, zum Showstopper, zu Mr. WrestleMania. Das ist natürlich was ganz Besonderes, ein Match, ein In-Ring-Match von Shawn Michaels, hier bei uns bei der LCW, das Publikum natürlich komplett begeistert. Wer kann schon sagen heutzutage, er hat Shawn Michaels live im Ring gesehen? Ja, die Leute hier in der Halle können es heute alle sagen. The HBK, The Heartbreak Kid, The Showstopper, Mr. WrestleMania, gibt 1000 Namen für ihn. Und der ist natürlich heiß, hier heute Abend es zu schaffen. Sein Match gegen Randy Orton ging ja verloren, nach dem RKO. Beim SummerSlam war das Ganze. Da konnte er nicht gewinnen, dann bei Payback hat Randy Orton ja auch gewonnen gegen Kevin Nash und deswegen heute quasi Match Nummer 3 und vielleicht das Ende dieser Legendenfehde. HBK und Kevin Nash wollen es nochmal wissen gegen Randy Orton und deswegen fordern sie ihn zusammen heraus. Hier bei Over the Limit, der Programmtitel ist natürlich komplett treffend. Lässt sich hier natürlich nochmal richtig feiern vom Publikum. Die zwei Legenden, Kevin Nash, der ist jetzt nicht so der Publikumsliebling, aber natürlich feiern einige ihn als Legende. Und natürlich Shawn Michaels, klar, der wird von allen gefeiert. So, und dann fehlen jetzt noch zwei, nämlich die Gegner von den beiden Rentnern, würde ich sagen. Das Altersheim hat heute wieder Tag der offenen Tür. Und da kommt der Mann, der das Ganze vielleicht beenden will. Randy Orton, stellt euch mal vor, heute Abend wieder ein RKO gegen Kevin Nash oder gegen Shawn Michaels. Das wäre schon sehr, sehr awesome. Während Randy Orton reinkommt, will ich nochmal sagen, wer noch dabei sein will, sollte jetzt in die Beschreibung gucken. Vielleicht sind da noch ein paar Namen frei, dann aktiv sein und ihr wisst es, jeder, der aktiv ist, bekommt auch irgendwann seine Matches. Die inaktiven Leute bekommen auch nichts, so einfach ist es bei uns im Business. Und ja, ich kann nur nochmal jeden einladen, kommt in den Skype-Chat, ihr werdet da wirklich Spaß haben. Da geht es richtig drunter und drüber, aber im guten Sinne. Und da seid ihr auch eigentlich immer top vorne dran mit den News und ich glaube, die Leute, die im Skype-Chat sind, ich hab's momentan mit den Aufnehmern, ihr merkt, alles eine Aufnahme. Die Leute, die im Skype-Chat sind, die profitieren auch davon, so viel kann ich mal dazu sagen. So, Randy Orton ist da, Randy Orton ist im Ring und wer ist sein Tag-Team-Partner? Ich denke, ihr könnt es euch fast denken, aber für die, die sich es noch nicht denken konnten, welcome back. The Living Legend, Lukerano, live bei Over the Limit. Ja, ich denke mal, viele konnten sich's denken. Natürlich lasse ich mir nicht diese Aktion von Kevin Nash bei Part 100 gefallen. Er hat mir quasi den LCW-Titel vor den Fingern quasi weggeschnappt. Ich war quasi schon LCW-Champion, so gut wie ich an dem Abend drauf war. Und das Ding hat er mir genommen und dafür wird er heute Abend büßen. Ich tagge natürlich zusammen mit Randy Orton. Ihr hattet das Ganze schon mal, wenn ihr mal zurück überlegt, bei Armageddon. Deswegen dachte ich, der eine oder andere wird es bestimmt sich denken können, wer denn der Partner von Randy Orton ist. Weil bei Armageddon, guckt es euch an, hier der Stairdown zwischen Kevin Nash und Lukerano. Eine Fehde für die alten Fans, die schon seit WWE 13 läuft. Wer sich da noch dran erinnern kann, Kevin Nash hat mir damals schon immer dazwischen gefuhrwerkt. Wer das noch weiß, der ist schon wirklich lange dabei. Ja, dann werden wir heute mit Randy Orton hier mal den Laden aufräumen, im Altersheim mal wieder ein bisschen für Ordnung sorgen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Natürlich, Armageddon damals, wer kann sich nicht erinnern, Age of the Fall gegen Randy Orton, Roman Reigns und meine Wenigkeit, wer sich da noch daran erinnern kann. Und dann geht's jetzt los, Randy Orton gegen Kevin Nash beginnt. Und ich bin mal gespannt, Randy und ich haben uns das einfallen lassen. Wir wollen heute einfach nochmal zeigen, dass wir die junge neue Generation sind und solche Leute wie Kevin Nash und Randy Orton natürlich eher ins Altersheim gehören. Und deswegen ist dieses Tag Team Match eigentlich genau richtig. Randy Orton hat gar nicht lange gesucht nach einem Partner. Er wusste direkt, wen er fragen muss, nämlich mich. Weil wer hasst Kevin Nash mehr als ich? Richtig, es gibt keinen. Und das ist quasi hier gerade Lukerano an der Seite von Spongo, weil Spongo ist ja der neue Randy Orton. Kevin Nash ist mittlerweile auch verteilt, HBK wird wieder frei, Dragon wechselt. Aber HBK ist halt auch für mich nur ein Pay-Per-View-Wrestler, nicht in den Wochenshows, das habe ich schon mal erklärt. Und Randy gibt hier mal direkt gut Gas. Das sehe ich natürlich direkt mal richtig gerne, dass er hier Kevin Nash direkt mal richtig einheizt. Weil wir müssen es doch wirklich so sagen, Chris Sterling wäre niemals, niemals quasi Champion geworden in Part 100. LCW Champion, der erste der Geschichte, wenn nicht Kevin Nash da so hinterhältig mich attackiert hätte. Ganz ehrlich, es ist einfach so. Ich konnte ja selber meinen Augen nicht glauben. Ich war dafür ja gar nicht vorbereitet, dass da Kevin Nash einfach out of nowhere einfach mal einen Entrance macht bei NXT 100 und dann, jopp, zack, mir die Powerbomb verpasst. Das war, wie gesagt, nicht geplant. So, und jetzt gehen wir mal hier selber ans Werk gegen HBK in seiner komischen Jeans mit seinen komischen Stiefeln. Weiß nicht, ob der irgendwie dem Mode Wahnsinn verfallen ist. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Ja, und er kassiert jetzt natürlich erstmal das, was ihm zusteht. Randy Orton und ich sind heiß. Und ihr wisst es selber, es kann nur ein Siegerteam geben, nämlich mich und Randy Orton. Randy Orton, da bin ich mal gespannt, wie es für den in den nächsten Monaten weitergeht. Wie gesagt, diese Legendenfehde endet heute Abend. Ja, und wie geht's mit den anderen Jungs weiter, die in dem Ring sind? Das werdet ihr natürlich sehen hier. Hurricane Runner vom Top Rope gegen HBK. Hoffentlich ist dem dabei nicht irgendwas kaputt gegangen, weil der Mann ist halt auch schon beträchtliches Jährchen älter als ich zum Beispiel oder als Randy Orton. Und vielleicht nach diesem Match sieht Shawn Michaels es ein und geht wieder in den Backstage-Bereich. Guckt euch das an, der hat überhaupt keine Chance. Das soll hier auch, wie gesagt, eine kleine Vorführung werden. Wir wollen beweisen, dass wir die jungen Neuen sind und natürlich die alten Knacker hier, HBK und Kevin Nash. Was wollen die denn? Die haben gar nichts zu beweisen gegen uns. Die haben auch überhaupt nichts an Chance. Die haben keine Schnitte, könnte man sagen. So, nächste Aktion gegen Shawn Michaels, der Neckbreaker. Wunderbar. Und natürlich die nächsten Matches, die anstehen, sind natürlich auch richtig, richtig nice. Ich freue mich so auf das Match von Curtis Axel gegen Bad News Barrett und dann natürlich noch die anderen Matches. Age of the Fall, 3 gegen 2 Handicap-Match gegen Ric Flair und Luke Barr ist natürlich das Main-Event. Big Show gegen Dolph Ziggler, also da steht noch einiges an. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich habe es in dem einen Part gesagt, es ist richtig viel geplant für die Zukunft, für Hell in a Cell. Und da kommt der Superkick. Shawn Michaels weiß, wie es ist, so eine Aktion zu kassieren. Und das könnte schon die Entscheidung sein. 1, 2, nee, noch nicht. Oh, da kommt Shawn Michaels leider nochmal raus. Da muss ich nochmal ein bisschen was nachsetzen. Randy Orton hat gut reagiert und Kevin Nash da abgefertigt. Und ja, HBK sollte mal, finde ich, mit Kevin Nash wechseln, weil ganz klar, ich will ja auch meinen, ja sozusagen Zorn an Kevin Nash auslassen, aber klar ist auch, wenn ich jetzt hier Shawn Michaels besiegen kann, wäre das mal wieder ein Zeichen, wenn ich Shawn Michaels besiege. Und jetzt kommt Kevin Nash, glaube ich. Jawohl, jetzt kommt Kevin Nash rein. Und jetzt mach dich auf was gefasst, Nash. Jetzt kriegst du das, was dir zusteht. Und jetzt sag ich mal, gute Nacht. Future Shock DDT, die Zukunft besiegt hier die Gegenwart und jetzt das Cover. Roadbreaker greift da ins Seil, hat also Glück, dass er da so nah am Seil lag. Jetzt muss Randy sich vielleicht um Shawn Michaels kümmern, das ist ja natürlich noch idealer. Und ich kann es eigentlich ja schon fast sagen, Randy Orton könnte jetzt eigentlich mit mir mal wechseln, dann könnte Randy Orton mal gegen Kevin Nash antreten. Und guckt euch Nash an, der hat Angst, der hat richtig Angst, weil er weiß, was ich eben mit Shawn Michaels angestellt habe und wechselt wieder mit Shawn Michaels. Ja, der kassiert den Flying Forearm. Big Daddy Cool ist anscheinend Big Daddy, ja, Angsthase, würde ich fast sagen. Und das Cover gegen Shawn Michaels, aber auch der greift da ins Seil. Ja, da müssen wir ein bisschen besser das Cover positionieren. Jetzt mal wechseln vielleicht mit Randy Orton. Der will ja auch bestimmt nochmal rein. Und vielleicht mit Randy Orton als AKO nochmal gegen Shawn Michaels wäre auch richtig nice. Flying Forearm sitzt auch wieder im Ziel. Und jetzt Springboard. Springboard, Crossbody. Aber das ging leider daneben. Da hat HBK sich gut befreit. Das muss man ja auch ehrlich zugeben. Ah, was nu? Was nu? Jetzt soll der Wechsel doch kommen. Jawohl, jetzt schickt er erstmal zu Randy Orton. Aber Konter und nochmal gekontert. Wunderbar. Und jetzt kommt Randy Orton. Legend Killer gegen, ja, Mr. WrestleMania. Natürlich auch legendäre Fäden, die es da gab zwischen Randy Orton und Shawn Michaels. Oh, jetzt muss aber Randy Orton ja aufpassen. Shawn Michaels packt jetzt mal seine Paradeaktion aus, die er ja schon jahrelang zeigt bei WWE. Oh, Randy macht hier keinen Mist. Und jetzt soll der Sharpshooter kommen. Der Sharpshooter gegen Randy Orton. Jetzt befrei dich da mal, Junge. Randy, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jawohl, Randy greift ins Seil. Wunderbar, das war jetzt auch wichtig, dass er das macht. Jetzt gibt's ja wohl nicht. Shawn Michaels zeigt jetzt hier auf einmal Aktionen. Switching Music. Randy, was geht denn mit dir ab? Randy Orton kassiert hier die Switching Music. Kevin Nash greift auch noch mich an. Und das Cover, greif ein. Jawohl, da greifen wir ein. Denn wir wollen hier nicht das Match gegen die beiden alten Rentner verlieren. Oh Mann. Randy Orton, jetzt zeig mal, was in dir steckt. Wir können doch hier nicht verlieren gegen dieses Altersheim. Geht gar nicht. Halt schön, jetzt muss er natürlich weitermachen. Randy Orton merkt, Switching Music hat gesessen. Da war ich vielleicht nicht ganz konzentriert. Und jetzt muss er natürlich wieder konzentriert werden. Und jetzt das Cover. 1, 2. Da geht leider Kevin Nash dazwischen. Randy Orton müsste vielleicht nochmal mit mir wechseln. Das wäre vielleicht nochmal der entscheidende Punkt, der das Match hier entscheiden könnte. Dann bringe ich nämlich das Cover einfach gegen HBK und dann ist Feierabend. Der hat ja schon den Superkick von mir einmal kassiert. Ein zweites Mal wäre natürlich der Sieg. Und jetzt können wir das Match beenden. Jetzt komme ich und jetzt zeigen wir dem Altersheim, dass wir die neue Regentschaft sind. Die neue Generation. Die junge Generation vor allem. Und jetzt Superkick Nummer 2. Gute Nacht HBK. Und wenn jetzt Randy Orton noch mitarbeitet und Kevin Nash abfertigt, dann war es das. 1. Ja, da greift Randy Orton nicht entscheidend ein. Er muss sich doch da um Kevin Nash kümmern. Sonst kann das nichts werden. Und AKO. Der Referee hat auf hier Lukerano und Kevin Nash geachtet. Und da kam der AKO gegen Shawn Michaels. Perfekt gearbeitet. 1, 2, 3. Und das ist der Sieg. Wie perfekt war das denn? Lukerano und Kevin Nash da miteinander beschäftigt. Der Referee hatte nur Augen für sie. Da können wir eigentlich nochmal hinspulen. Das müssen wir uns nochmal ansehen. Und dann kam der AKO out of nowhere gegen Shawn Michaels. Perfekt gemacht, da muss ich jetzt sagen, perfekt gemacht. Das war wirklich wunderbar gemacht. So, wo war die Szene? Wo hatten wir beide im Ring? Alle vier im Ring? Ne, da war sie, glaube ich, schon. Leider kam die Aktion nicht nochmal, schade. Aber so kann es laufen. Lukerano und Randy Orton wieder erfolgreich zusammen. Natürlich ist das kein Beginn eines Tag-Teams, das ist einfach nur eine Zweckgemeinschaft. Randy Orton und Lukerano gewinnen hier zusammen. Quasi zum zweiten Mal. Ja, die Rentner hatten nichts zu sagen. Und dann kann ich es ja jetzt quasi ankündigen. Bei Hell in a Cell. Eine Fehde wird zu Ende gehen. Kevin Nash gegen Lukerano in einem Extreme Rules Match. Das wird wirklich der Wahnsinn werden. Die Fehde, die über 2 Jahre ging, da es ja mal zwischenzeitlich die Pause gab, wird dort zu Ende gehen. Kevin Nash gegen Lukerano, also das erste Hell in a Cell Match. Das erste der Matchkarte auch. Wir sehen uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Hell yeah!